Deutschlernende. Wir bearbeiten heute die Verben mit dem Präfix mit. Zuerst folgt natürlich die Wiederholung im Präsens und dann gibt es auch noch tolle Beispiele. Viel Spaß! Mitkommen. Ich komme mit. Du kommst mit. Er, sie, es kommt mit. Wir kommen mit. Ihr kommt mit. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Beispiel in Präsens. Meine Freundin macht einen Ausflug. Ich komme gern mit. Beispiel in Perfekt. Meine Freundin hat einen Ausflug gemacht. Ich bin mitgekommen. Mitbringen. Ich bringe mit. Du bringst mit. Er, sie, es bringt mit. Wir bringen mit. Ihr bringt mit. Sie bringen mit. Sie bringen mit. Beispiel: Morgen besuche ich meinen Freund in Dresden. Ich bringe meine Kinder natürlich mit. Imperfekt heißt es: Gestern habe ich meinen Freund in Dresden besucht. Ich habe meine Kinder natürlich mitgebracht. Mitnehmen. Ich nehme mit. Du nimmst mit. Er, sie, es nimmt mit. Wir nehmen mit. Ihr nehmt mit. Sie nehmen mit. Sie nehmen mit. Beispiel 1. Jana geht in die Stadt. Sie nimmt immer das Handy mit. Jana ist in die Stadt gegangen. Sie hat das Handy mitgenommen. Mitspielen. Ich spiele mit. Du spielst mit. Er, sie, es spielt mit. Wir spielen mit. Ihr spielt mit. Sie spielen mit. Sie spielen mit. Wir sind zu Hause. Die Kinder spielen Karten. Ich spiele auch mit. In der Vergangenheit heißt es: Wir sind zu Hause gewesen. Die Kinder haben Karten gespielt. Ich habe auch mitgespielt. Mitmachen. Ich mache mit. Du machst mit. Er, sie, es macht mit. Wir machen mit. Ihr macht mit. Sie machen mit. Sie machen mit. Er lernt fleißig Deutsch. Meine Kinder machen mit. Er hat fleißig Deutsch gelernt. Meine Kinder haben mitgemacht. So, liebe Deutschlernende, das war's. Schreibt bitte die Beispiele ab, lernt fleißig mit und schreibt natürlich auch eigene Sätze. Viel Spaß! Tschüss!